Genau, also ich begrüße euch beide mal herzlich hier vorne und bitte euch einfach, stellt euch doch mal selber kurz vor, brauche ich nicht so viel über euch erzählen. Ja, hallo, ich bin die Anna, ich bin 15 Jahre, ich komme aus Rettenzellenbach und bin da Oberministrantin und generell viel in der Kirche aktiv in Rettenzellenbach. Genau. Hallo, ich bin der Johannes, ich bin 16 und komme aus Georgensgmünd. Und da bin ich auch in der Jugendarbeit als Gruppenleiter tätig. Und da machen wir jede Woche, also jetzt halt wegen Corona nicht, machen wir da Gruppenstunden. Ja, schön, dass ihr hier seid. Anna, ich fange jetzt mal mit dir an, so Ladies First mäßig, oder? Du hast ja gerade schon gesagt, du bist in deiner Pfarrei Rettnitz-Hembach. Das ist ein kleines Dorf. Ist es klein? Oh ja, so mittelklein. Das ist ein Ort hier so in der Nähe von Schwabach. Bist du auch Oberministrantin, das heißt, du hast wahrscheinlich schon ziemlich lange was mit der Kirche zu tun, bist da auch irgendwie immer aktiv. Neulich haben wir mal in so einem Gespräch auch über Jesus geredet und da hast du dann gesagt, okay, vor einem Jahr hättest du noch gar nicht so genau sagen können, was Gott oder was Jesus für dich für eine Bedeutung hat, aber das hat sich jetzt geändert und du hast dir diese Frage irgendwie gestellt. Magst du einfach ein bisschen was uns darüber erzählen heute Morgen? Ja, genau. Also ich bin schon lange Ministrantin, schon seit der dritten Klasse und genau, also deswegen bin ich wirklich schon immer in der Kirche dabei. Aber es ist dann so, wenn man, also als ich jetzt kleiner war, habe ich das alles nicht so verstanden, gerade auch Gottesdienst und dann die Predigt, da schweift man oft ab, weil man das einfach noch nicht versteht, was der Pfarrer einem sagen will. Und deswegen habe ich mir dann nie so überlegt, warum ich eigentlich in die Kirche gehe. Ich bin halt einfach in die Kirche gegangen, weil es sich so gehört, weil da meine Freunde waren, weil ich da Spaß hatte, aber mehr eigentlich in der Gemeinschaft und nicht, ja, nicht wegen dem Glauben an sich. Und jetzt, wegen Corona, habe ich mich dann mehr einfach damit beschäftigt, weil ich irgendwas gesucht habe, das mir Halt gegeben hat. Und ja, deswegen bin ich da jetzt eigentlich viel mehr zum Glauben gekommen und habe da einfach Halt gefunden. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, dass ich langsam eine Antwort weiß auf das, was Jesus ist, obwohl ich glaube, dass der Glaube das ganze Leben lang weiter wächst, weil man immer neue Facetten findet, die man davor noch nicht erkannt hat. Danke dir. Jetzt darf der Johannes auch was sagen. Johannes, du warst nicht Ministrant in Georgensgmünd, bist schon aktiv, hast du auch gesagt, in der Jugend. Und vielleicht kannst du auch mal einfach kurz beschreiben, weil wir haben auch mal ein Gespräch geführt, du hast so etwas Ähnliches gesagt wie die Anna, nämlich, dass sich bei dir auch da manches entwickelt hat, einfach in der letzten Zeit. Vielleicht erzählst du auch kurz einfach davon. Na genau, also angefangen hat es bei mir eigentlich mit der Gruppenleiterschulung, die ich dann vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gemacht habe, um dann eben Gruppenleiter werden zu können. Und ja, da habe ich mich halt angemeldet. Das war mit dem Kaplan Stanzlik zusammen. Und ja, da habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, über eher so eine psychologische Fortbildung, wie Kinder ticken. Und dann das Erste, was in der Früh war, war Morgenlob. Damals, muss ich sagen, war ich eher noch so skeptisch gegenüber Gottesdienst und Kirche. Also ich fand es natürlich toll, aber manchmal fand ich es auch ein bisschen schwierig und anstrengend. Und dann dachte ich mir so, naja, magst du halt mit, wird schon gut werden. Und das erste Mal, wie ich dann in der Früh da saß, mit dem Sebastian und der Betty zusammen, das fand ich so wunderbar und schön. Da habe ich mich dann auch sogar schon auf den Abend gefreut. Da war dann wieder ein Impuls. Und das, finde ich, ist so das, wo das bei mir mit dem Glauben angefangen hat, weil ich dann festgestellt habe, ja, das kann eigentlich doch was viel Schöneres sein, als jeden Sonntag einfach nur in die Kirche zu rennen, dann eine Stunde zu beten, dem Pfarrer zuzuhören und dann wieder heimzufahren. Genau, so war das bei mir. Jawohl, danke dir auch. Ihr habt jetzt beide eben so gesagt, okay, es ist wichtiger für euch geworden, ihr habt jetzt mehr über Jesus einfach auch euch Gedanken gemacht, über den Glauben Gedanken gemacht, mehr da reinkommt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen könnt, okay, das wäre so ein zentraler Satz oder so eine zentrale Botschaft, wo ihr jetzt sagt, okay, das habe ich ganz besonders irgendwie gemerkt oder das hat mir in den letzten Wochen oder Monaten irgendwie ganz besonders was gegeben. Wer einen weiß, fängt einfach an, egal wer. Ja, also dann fange ich an. Was ich eigentlich einen ganz schönen Satz finde, das steht in Matthäus 18,20 und zwar, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und das stimmt einfach, man merkt einfach, wie der Heilige Geist, Gott, einfach wie es da ist, wenn man mit mehreren zusammen ist und zusammen betet
Das finde ich auch auf jeden Fall sehr schön. Auch wir hatten jetzt zum Beispiel Talk and Pray, da haben wir es dann über Zoom auch gemacht und da hat man es trotzdem gespürt, auch wenn wir alle in unserem eigenen Zimmer saßen, vor dem Laptop, trotzdem hat man einfach gespürt, dass man miteinander verbunden ist. Und was mich auch sehr bewegt, ist einfach zu wissen, dass Gott einen liebt und dass Gott einen Plan für einen hat, der perfekt ist für einen. Und wenn man sich da einfach drauf verlässt, auf die Liebe und auf seinen Plan, dann kann eigentlich nichts mehr schieflaufen. Genau, ich habe jetzt keine konkrete Bibelstelle, aber was ich für mich festgestellt habe, das ist, dass Gott immer bei dir ist und wenn du mit ihm redest, dann wird er dich hören und der wird wissen, was du dir wünschst, was deine Probleme sind oder worüber du dich freust und er wird es nicht immer so kommen lassen, wie du das erhoffst von ihm, wie du dir wünschst, dass alles passiert, aber im Endeffekt wird es dann doch besser sein als das, was du dir wünschst, dass passiert. Also er versucht wirklich immer das Beste für dich und ist die ganze Zeit bei dir und passt auf dich auf. Okay, wir haben jetzt das schon gehört. Der Glaube ist vielleicht manchmal auch nicht nur irgendwas für besondere Feste, ja, also wenn man jetzt sonntags in die Kirche geht oder so oder jetzt, keine Ahnung, Pfingsten 20 feiert, irgendwie verbunden am Livestream, sondern beim Glauben gibt es ja auch so Alltag, also so das ganz Normale unter der Woche, wenn ihr, keine Ahnung, in die Schule geht oder sonst irgendwas tut. Und ich möchte euch einfach mal fragen, weil ich glaube, dass das fast noch schwieriger ist als bei so großen Festen, da, keine Ahnung, jubelt man und macht Lobpreis und so. Aber was macht ihr denn, um irgendwie in eurem Alltag so diese Verbindung mit Gott zu halten oder um euren Glauben zu leben? Könnt ihr darüber einfach mal ganz kurz uns was erzählen? Also bei uns in der Familie war das oder ist es so, dass wir vorm Essen beten, also in der Früh vorm Frühstück, vorm Mittagessen und vorm Abendessen, einfach, dass Gott unser Essen segnet, ja, dass wir dankbar sind, dass wir was zum Essen haben, ein kurzes Tischgebet. Und dann bin ich damit aufgewachsen, dass wir abends vorm Schlafen gehen einfach als Familie nochmal zusammen beten und ja, sagen, was hat mir an dem Tag gefallen, was fand ich blöd am Tag und dann eben die Nacht in Gottes Hand zu legen, genau. Ja, das ist bei mir eigentlich ähnlich. Also auch, wir haben immer abends vorm Schlafengehen alle nochmal gebetet zusammen. Und ja, jetzt in der Zeit habe ich so gemerkt, dass man wirklich öfter an Gott denken sollte. Selbst wenn es mal nur eine Minute ist am Tag, hat es einem dann trotzdem so Kraft geschenkt. Und seitdem trage ich deswegen auch immer meine Kreuzkette, weil oft verdreht sich meine Kette und dann muss ich sie wieder richten. Und dann merke ich, ja, ich habe hier ein Kreuz und dann denke ich kurz darüber nach, bete kurz, denke einfach kurz an Gott. Und ja, so würde ich sagen, dass ich auch den Glauben mit in meinen Alltag bringe. Und auch, es gibt auch Apps, wo man dann die Bibel lesen kann zum Beispiel. Das ist auch eigentlich ganz cool, weil ich meistens in der Früh gleich aufs Handy schaue und dann mache ich gleich in der Früh, lese ich was aus der Bibel und dann bin ich auch gleich gestärkt für den Tag. Das mit der genau. Kette ist so, Entschuldigung, ja. sag noch was. Weil das Diana gerade gesagt hat, das habe ich mir in letzter Zeit vorgenommen und zwar habe ich bei vielen Leuten gesehen, die fangen an um 12.12 Uhr oder 1.01 Uhr halt auf die Nase zu tippen, einmal oder zwölfmal und ja, dann dachte ich, okay und dann habe ich mir vorgenommen, ja, wenn ich jetzt die Uhrzeit 12.12 Uhr sehe oder so, dann danke ich einfach Gott um diese Uhrzeit für eine Sache, also wirklich was Positives, Gott einmal Danke sagen, genau, dass ich so über den Tag auch öfters mal mit Gott rede und ihm einfach dankbar bin. Ich fand jetzt diese Idee mit der Kette so cool, Anna, das ist bloß ein bisschen schwierig, bis ich das machen kann, muss ich Bischof werden, weil sonst kriege ich keine Kette da vorne, das ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche trotzdem auch in meinem Alltag ab und an Gott zu denken, genau, danke euch auch dafür. Jetzt kommt noch eine sehr persönliche Frage vielleicht, ob es irgendeinen besonderen Moment gibt oder ein besonderes Ereignis, wo ihr sagt, so okay, in der letzten Zeit, da habe ich ganz besonders Gott erfahren oder da habe ich ganz besonders seine Gegenwart gemerkt oder sowas. Falls ihr da was drüber sagen möchtet, hättet ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Also in letzter Zeit, jetzt hat nicht ein konkretes Event, sondern es war durch Corona in letzter Zeit Talk and Pray, also hat ja die Anna schon gesagt, von zu Hause aus haben wir uns dann getroffen über Zoom, genau, und uns über unseren Glauben geredet und gebetet und das fand ich eigentlich insgesamt sehr schön. Also es war jetzt nicht ein konkreter Tag, an dem ich besonders mit Gott verbunden war, sondern
Es war die ganze Zeit über eben durch das Talk and Pray oder We Meet Jesus am Freitag. Genau, das fand ich sehr schön. Ja, also ich würde mich da auch anschließen. Das ist auch so wirklich was, wo man das einfach gemerkt hat. Und ich habe noch eine andere Sache, die ist mir vor einem halben Jahr ungefähr passiert. Und zwar war ich da allein in der Kirche, weil ich Orgel gespielt habe und dann bin ich eben wieder rausgegangen und dann gab es so ein komisches Geräusch und bei uns in der Kirche in Rettnitz-Sembach gibt es so eine ganze Wand aus Glas eben, also mit so Fenstern und da habe ich da so hingeschaut und dann ja, ist oben am Fenster eine Taube geflogen und an dieser Wand gibt es kein Fenster, das man öffnen kann. Das heißt, ja, es ist nicht möglich, dass da wirklich eine Taube reingeflogen ist. Und ja, als ich das so gesehen habe, habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Ich weiß auch nicht warum, aber jetzt in dieser Zeit ist mir immer wieder dieses Erlebnis so in meinen Kopf gekommen. Und ja, das hat mich dann immer wieder beschäftigt und beschäftigt mich auch jetzt noch, weil es schon ein sehr ja, prägendes Erlebnis auf jeden Fall war. Danke sehr. Ja, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende von unserem Interview. Wir haben noch 8 Minuten Zeit. Habt ihr noch irgendwas, was ihr erzählen wollt? Nein, danke euch einfach, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht redet der nächste Referent ein bisschen länger oder so, dann gleichen wir das wieder aus. Eine Frage noch zum Schluss trotzdem. Gibt es irgendwas, was ihr den Leuten, die jetzt so an Pfingsten 20 teilnehmen, die mit uns verbunden sind am Livestream, was ihr denen wünscht jetzt für diese Tage? Ich wünsche euch, dass ihr euch wirklich darauf einlasst, einfach den Heiligen Geist zu empfangen, dieses Wochenende einfach nutzt und da neue Kraft zu schöpfen, auch in dieser Zeit und ja, einfach den Heiligen Geist in euch wirken lasst. Natürlich wünschen wir euch noch ganz viel Spaß, auch wenn ihr daheim nur vom PC hocken könnt und euch mehr oder weniger nicht bewegen könnt. Natürlich gibt es die Locations, da könnt ihr auf jeden Fall hin, aber ja gut, den ganzen Tag nur vom PC hocken wird vielleicht auch irgendwann langweilig, deswegen habt echt viel Spaß und bleibt dabei. Es würde uns echt freuen. Danke euch.